Und genauso auch ein anderes Beispiel, subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah einen in der, und die Geschichte ist bekannt, subhanallah, die Sahaba haben gerade die erste Moschee aufgebaut. Subhanallah, die waren in der Moschee und da waren die Araber, die kannten keine Moschee. Was eine Moschee, Kirche und so kannte man, aber eine Moschee, wer kannte eine Moschee, subhanallah? Dann, subhanallah, kam ein Wüstenaraber rein in die Moschee und hat dann in der Ecke, hat er sich, subhanallah, hat er uriniert. Und die Sahaba sind durchgedreht. Moschee, wie kann das sein, dass er in der Moschee ein Mensch, subhanallah, uriniert? Die sind durchgedreht. Die sagten, ja, Rasul, lass uns den töten. Er sagt, was ist los mit euch? Lasst ihn erstmal zu Ende pinkeln. Lasst ihn zu Ende urinieren. Lasst ihn sein Geschäft verrichten, bis er fertig ist. Und wenn er fertig ist, kippt ein Eimer Wasser und fertig ist. Dann sagte der Prophet zu diesem Mann, oh du, dies ist ein Gebetsraum, ein Gebetshaus. Da darf man nicht das und das und das machen. Hier ist es nur für Gebet, Mitgebete, Koran lesen, Hadith lesen und so weiter. Sonst nichts. Solche Schmutz kommt hier nicht rein, subhanallah. Er sagte, danke, die wusste ich nicht. Möge Allah sich dir und mir barmherzig machen. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht. Er sagte, dort ist etwas eng gemacht, obwohl es groß ist, subhanallah. Allahs Barmherzigkeit umfasst uns alle. Warum hast du es nur auf mich und dir beschränkt, subhanallah? Das war seine Art und Weise, subhanallah.